Hallo, 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 Patrick Naumann im Hotel K, im Knast, in Zelle 7, mein lieber Freund. Schöne Grüße aus der Strafkolonie Deutschland. Ist jetzt kein Scherz, ich habe einfach mal Lust, eine sogenannte fiktive Sendung mit dir zu machen. Patrick, deine Geschichte ist super, dass du das machst und wie du das machst. Ich als Vollprofi, du als Vollprofi wissen genau, worum es geht. So, mein lieber Freund. Schöne Grüße aus der Strafkolonie Deutschland. Wenn du dir vorstellst, dass hier Deutschland besser ist wie dein Knast in Bali, dann bist du auf dem Holzweg. Also erstmal möchte ich mich total bedanken, dass es dich überhaupt gibt als Mensch, auch wenn du jetzt dort einsitzt. Ich will da gar nicht mal drauf eingehen, denn hier ist viel, viel schlimmer. Die Strafkolonie Deutschland, mein lieber Freund, ist fast dasselbe, was du da hast, ja? Ich zum Beispiel werde als Vorstand hier in so einem Betrieb hier in Deutschland von der IHK bedroht. Ja, ist kein Scherz. IHK, GEZ, GEMA und 5 Steuerblöcke. Ist auch eine Art Bedrohung, denn die muss ich bedienen. Und wenn ich die nicht bediene, habe ich auch schwedische Gardinen. Viel schlimmer wie du, denn ich kann da nichts mitnehmen. Ich kann da keinen Laptop aufbauen, ich kriege keinen Sponsor, keiner hilft mir, ja? In der Strafkolonie Deutschland, mein lieber Freund, da bist du weg vom Fenster, bist du obdachlos. Und wenn du obdachlos bist, bist du ein Penner. Und wenn du ein Penner bist, kannst du dich direkt von der Brücke stürzen. Da kannst du also nicht hingehen, einen Videoclip machen und sagen, ey Freunde, ich will nach Hause. Na, das geht schon mal in der Strafkolonie Deutschland nicht. Dir drücke ich ganz fest die Daumen, dass du diese Strafkolonie Deutschland irgendwann mal kennenlernst, damit du weißt, wie schön es jetzt ist. Relativ, wie schön es jetzt ist im Hotel K in Knast Zelle 7 in Bali. Wir vergessen jetzt alles mal da drumherum. Wir nehmen jetzt diese Fiktion auf, weil du ja diese Sendung machst jeden Sonntag um 17 Uhr und ich werde dir zeigen, wie du ausschaust auf einer 21 Quadratmeter großen Leinwand zu 7,1 Dolby Surround. Ich werde es dir zeigen, weil ich es aufmachen werde. Ich habe es dir versprochen. Ich finde es super toll. Ich bin nun mal ausgebildeter Videojournalist und ich bin nun mal ausgebildeter hier und ich mache das schon hier seit 1979 und ich hatte die Idee schon 1966 und bin so stolz drauf, dass ich jetzt über 60, leider bin ich über 60, meine lieben Freunde, das ist mir auch sowas von egal, aber die Strafkolonie Deutschland, so sehe ich das, diesen Bericht überreiche ich jetzt oder habe ich auch schon als Idee beim Bayerischen Rundfunk und diverse andere, weil der Bayerische Rundfunk macht ein bisschen mehr wie hier vor Ort. Nordrhein-Westfalen kann man vergessen, da passiert nicht so viel. Und Aktuelle Stunde berichtet auch nicht richtig und so weiter und so fort. Also die Staatsverblödungsindustrie, genannt ARD, ZDF, Deutschlandfunk, ist so gewaltig hier in Deutschland, also in dieser Strafkolonie Deutschland. Wir bleiben jetzt hier bei dieser Fiktion. Bin total begeistert von Patrick Naumann, Hotel K. Könnt ihr jeden Sonntag um 17 Uhr auf YouTube sehen, ist sehenswert. Ihr müsst es halt mal mit einem anderen Auge sehen. Er sitzt zwar im Knast wegen 43 Gramm, glaube ich. Ist auch egal. Du bist reingelegt worden, das ist offensichtlich. Und da wieder rauszukommen, versuchen wir jetzt mal mit dieser Art von Fiktion. Ich in der Strafkolonie Deutschland, du im Knast Hotel K, Zelle 7, da rauszukommen. Also Patrick, auf eine Art bist du ja berühmt. Weißt du auch warum? Karl May saß im Knast und was? Winnetou, korrekt. Und Hatschi Alaif Omar hat er da im Knast so erfunden. Dann Erich von Däniken saß auch im Knast, ist kein Scherz. Und der hat da von UFOs und so weiter. Und oh, Erich von Däniken war im Knast, Karl May war im Knast. Und jetzt kommt der Böseste, der auch im Knast war. Sein Name war Hitler. Hitler war auch im Knast und hat da seine Philosophien auf den Weg gebracht. Also Karl May hat seine Philosophien. Erich von Däniken hat seine Philosophien, Hitler hat seine Philosophien und diverse andere auch im Knast geschrieben und du nun auch. Du schreibst ein Buch, du machst Fernsehen, du wirst gesponsert. Ey, ja, also warum ich jetzt gerade so euphorisch bin, weil wenn du deine Videoclips sendest und so lustig rüberkommst, du bist ja nochmal ein Entertainer, du verkaufst dich verdammt gut. Ist das dieses Bier zum Beispiel, sind so Schnapper, mein lieber Freund, in der Strafkolonie Deutschland ist das alles nicht so einfach. Ich sagte noch einmal, die IHK, die GEZ, die GEMA und 5 Steuerblöcke. Das geht hier alles ratzfatz. In der Strafkolonie Deutschland machst du einen Fehler, dann bist du obdachlos. Wenn du obdachlos bist, bist du ein Penner. Wenn du ein Penner bist, bist du raus. So. Du, wie ich, wie wir alle und alle Zuschauer, die das jetzt hier in dieser fiktiven Deutschland-Überschrift Kolonie, Strafkolonie jetzt mitbekommen, wissen vielleicht, also
jetzt in diesem Moment kommen erstmal die ganzen Trolle. Ja? Du musst einfach mal so aus Spaß bei Facebook irgendwas reinschreiben, ein paar Sekunden warten, dann sind die da. Ja, du brauchst nur sagen, zum Beispiel, wann kann der Bürger selbstbestimmend eine Kanzlerin wählen? Dann fangen die sofort an mit Artikel 79 Grundbuch und du kriegst das Grundgesetz um die Ohren gehauen, da wird dir schwindelig. Worum geht es in diesem Videoclip? Erstmal bedanke ich mich, dass es dich gibt, das ist erstens. Zweitens, die Idee, die du hast, bringt mich auf den guten Weg, hier eine Sendung zu machen, Strafkolonie Deutschland. Du glaubst gar nicht, was ich hier jeden Tag erlebe. Ja? Ich erlebe Kunden, die 60 Cent bezahlen müssen, 60 Cent, schmeißen auf die Theke 6 Cent mit der Oberschrift, das muss reichen, und gehen, sind weg, springen ins Auto, sind weg. Du stutzt erstmal, 60 Cent, kriegst 6 Cent mit der Überschrift, das muss reichen. Oder du hast irgendeine andere Dame, die haut da über 200 Kopien rein und du sagst da 24,70, da sagt die, wie, im Internet steht aber 5 Cent. 200 Kopien für 5 Cent, ja, wenn das kein Diebstahl ist, dann weiß ich nicht. Also, Trollalarm kann ich dir schon mal sagen, ich muss jetzt kurz unterbinden, ich mache aber gleich weiter, ich mache meinen Shop auf, denn ich muss auch Geld verdienen. Ja, nicht nur 6 Cent oder 60 Cent, ich muss auch Geld verdienen. Weil ich bin in der Strafkolonie Deutschland. Ich muss hier zahlen, ich muss IAKR zahlen, ich muss die GEMA zahlen, ich muss die GEZ zahlen und ich muss 5 Steuerblöcke bezahlen. Und jetzt kommt's, Verordnung, 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 die hast du nicht. Ja, Kassenverordnung, ja, kostet 5 Euro pro Sack, Kleingeldverordnung, so nennt man das, ja. Mein lieber Freund, Strafkolonie Europa und vor allen Dingen Deutschland, da willst du wirklich zurück? Willst du wirklich zurück? Ja? Willst du nicht lieber in Asien bleiben, deine Familie nachholen und irgendwas Neues machen? Reden wir gleich drüber. Ich muss jetzt den Laden aufmachen. Ja, das ist jetzt eine Sendung für dich, Patrick. Patrick Naumann in Knast, Zelle 7 auf Bali. Ich mache jetzt auch mal eine Sendung. Eine Sendung über Patrick Naumann und über die Strafkolonie Deutschland für die Zuschauer. Ja, ich räume einfach mal auf, ich habe einfach Bock drauf. Ich schreibe nämlich gerade auch zum Minister Gesundheit, denn da habe ich es mir. Gleich wird der Minister sich äußern mit einem ganz entschiedenen. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass meine Kunden heute auch wieder erschreckenderweise ein und ich ihnen wieder helfen kann. Ich erlebe tagtäglich erstklassiges Industrie, der Rüstungsindustrie Statements von Menschen, die vieles erleben. Zum Beispiel Auszubildende. Ja? Auszubildende bei Ärzten werden die sowas von ausgenutzt. Ja, die müssen um 5 Uhr aufstehen und um 7.45 Uhr antreten. Kein Scherz, also wenn sie zu weit weg wohnen. Da müssen die echt arbeiten. 10 Stunden sind aber erst 16 Jahre alt. 10 Stunden, aber wirklich. Du darfst diese nicht, darfst jenes nicht. Mit dem Hinweis auf den besonderen Deutschland. Strafkolonie Deutschland, also Auszubildende, kannst du nicht drüber lachen. Wieder hatte sie in den vergangenen Monaten gewarnt. Hier ist auch reichlich viel Arbeitsplätze sein in Gefahr, was den Wirtschaftsminister in die Bredouille bringt. Der Widerspruch entsteht dadurch, dass wir auf der einen Seite den Auftrag haben, zu dem ich persönlich auch schöne alte Zeit, politisch stehe, etc. Gibt es doch alle gar nicht mehr. Mein lieber Patrick, du in Asien, nur sehr, sehr weg bist hier von Deutschland. Die Sache ist nicht einfach. Die Strafkolonie Deutschland, wo du wirklich nicht mehr deinen Mund aufmachen darfst. Hier darfst du zwar, ich darf jetzt hier die Wahrheit nicht als die Wahrheit. Der Minister rudert also ein Stück zurück. Auch Exportanträge in der Warteschleife sollen jetzt schneller durchgewinkt werden. Aber noch ein Erfolg für den sichtlich entspannten Lobbyisten. War das sehr gut, wahrscheinlich ist der Zeitraum auch hin. Aber wenn Sie mal anrufen, also öffentliche Person, die Wahrheit, nicht als die Wahrheit über die Strafkolonie Deutschland sagst, dass du hier dieses, jenes, das gar nicht mehr machen darfst. Denn du bist anders. Bisschen Geduld, hier in der Strafkolonie. In der Strafkolonie Deutschland wirst du bestraft, indem du keine Jobs bekommst. Keine Kunden mehr kommen. Dass du geächtet wirst. Das ist kein Scherz. Die Trolle sind so hinter dir her, das glaubst du gar nicht. Der Trojaner, ja, der Bundestrojaner wurde geknackt von einem 20. Da hatte ich hier meine Bundesregierung und dem Richter gefunden. Strafverteidiger und alle, die hatten einen Anwalt, fragten dann dargestellt worden. Wie fühlt sich der Vater, wenn er sich, wenn er den Sohn abholt? Da weiß ich nicht, aber das ist ja gut gelaufen. Deswegen rede ich nicht über Sekte, sondern es ist gut gelaufen. Aber ich gesagt, wenn da mein Sohn wäre, dann hätte ich jetzt erstmal gefragt, Kumpel, wem können wir den Algorithmus verkaufen? Den Algorithmus verkaufen, um in den Bundestrojaner einzudringen und die da fertig zu machen. Ich meine, warum soll ich das jetzt? Weil dieses Spesken hatte ich 1966 mit 10. 1966 mit 10 Jahren wollte ich den Daten-Highway-Kiosk mit Zuhilfenahme von
Berliner Hotel können Lobbyisten lernen, wie sie Gespräche mit Politikern vorbereiten. 1976 habe ich dann die Firma gegründet, Medien 2000, analoges, digitales. Für Anfang September wird mit einem besonderen Lobby-Experten als Referenten geworben, mit dem CDU-Abgeordneten Karl Schieberling. Er soll den Seminarteilnehmern Tipps und Tricks verraten, wie sie Ziele durchsetzen können. Er hat Zeit. Er hat Zeit wie Karl May. Er hat Zeit wie... Für 1700 ja, Euro in zwei Tagen zum Lobbyisten. Von ja, einem, der dabei der war, philosophierte von den Außerirdischen, der andere das Lobbygespräch, das geschickte Umgarnen ja, von Abgeordneten und sein Schwanz. Der Trainer, Dr. Hubert Koch, ist aktiver, ja, erfolgreicher Lobbyist, war für große Unternehmen tätig der Außerirdischen, die schon vor 13 Milliarden Jahren hier auf diesem Planeten verweilen. Und ja, so alt ist ja Talk, der Planet, don't 13 write. Milliarden Jahre alt. Papier ist geduldig. So, der Staatsverblödungs-TV, ARD, ZDF, Deutschlandfunk, macht die, ja, darum was macht er? Auf dem der macht gar nichts mehr. Rollenspiele ganz praktisch. Ab 56 aufhört, die Teilnehmer lernen, war das Gesetzesentwürfe zu beschaffen Staats- und dann Fernsehen noch Fernsehen. Ansprechpartner in den Ministerien zu finden und nützliche Freunde, also DDR, BRD, die hatten noch Staatsfernsehen da. Die haben die Mondlandung übertragen, die hatten Wermutstropfen ja, für die Seminaristen. Der Abgeordnete Schieberling, der als Höhepunkt des Kurses angekündigt war, kommt leider nicht. Wir konnten kurzfristig verhindert, heißt es. Ja, es war Bildung. Ein paar Tage später treffen wir den Abgeordneten und sozialpolitischen Sprecher der CDU in Berlin. Was wollte er den Lobbyisten eigentlich beibringen? Auf deine haben Sie 2x3 Quadratmeter. Ja, ist doch egal. Das sieht sowas wie das aus, wo ich einfach mal gesagt habe. Diese Atmosphäre. Ich als Sci-Fi, Star Wars und so weiter, Star Trek etc. Und ja, auch Hörbücher also im Sci-Fi-Bereich. Ich habe sofort als Videojournalist und als Filmemacher, natürlich schon wieder Ideen, daraus einen Film zu machen. Weil daraus kann man. Also ich gönne es dir. Ich gönne dir den Erfolg, dass du eingeladen bist. Meister, keine Ahnung, von mir ist Kranzi, ja, keine Ahnung, welcher Smalltalker, denn bei jedem Smalltalk verlierst du dann 500 Euro für die und kannst deine Story erzählen, wie du da eingelagert wurdest, wie du im Hotel K warst und die ganze Dramaturgie. Wenn du da, also ich gebe dir jetzt so einen Tipp, mach mal mehr Dramaturgie, das Ganze, ich meine, mit dem Bier war schon klasse, da musste man schmunzeln, ja, mit dem heißen Wasser, dass du das bezahlen musst. Mein lieber Freund, hier in der Strafkolonie müssen wir auch alles bezahlen, meinst du, wir kriegen hier was umsonst? Wenn du hier was wegnimmst, etc. Also, diese Strafkolonie Deutschland ist genauso wie dein Hotel K. Wir bezahlen für unsere Freiheit hier auch. Wenn du frei sein willst, dieser Obdachlos, der hat noch Pech, der wird angezündet oder muss auf der Parkbank 20 Euro Strafgeld zahlen. So sieht's aus. Also stell dir also mal nicht so einfach vor in deinem. Ja, ich meine. Ja, wenn sich ich würde sagen, mach es wie Karl May, mach es wie Erich von Däniken, mach es wie Hitler, mach es wie die anderen auch. Schreib erst das die Bücher, mach eine Philosophie daraus. Ich hoffe, dass deine Kollegen und Kolleginnen, die dir da helfen, denn du hast ja mehr Zuspruch wie unser einer. Unser einer in der Strafkolonie in Deutschland ist ja paralysiert. In die Ecke gedrängt, Stars und Sternchen machen den Mund nicht mehr auf, weil das nicht geht. Wenn du den Mund aufmachst, wie Herr Grönemeyer oder Fischer, wie die da alle heißen, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ich meine, wer ist denn der Beste in Österreich und haut auch voll hier rein, macht auch tolle Videoclips, ja? Problematisch. Ist halt so, okay, ich nenne jetzt nicht alle Namen, weil du glaubst gar nicht, wie das hier abgeht, würde, Vollalarm, du glaubst gar nicht, wie hier behauptet wird, da hat er dass so ein zu tun. Dritt gehört ein Dritt, das stimmt gar nicht. Ich mache etliche das alles alleine, Kollegen das ist alles mein Bundestag Eigentum, und den mein geistiges Eigentum, mein privates Eigentum, mein analoges Eigentum, was ich hier einbinde. Auf der Referentenliste von Dr. Koch steht wiederholt auch die frühere SPD-Bildungsministerin. Ja, schon geht die Post ab, so läuft hier in der Strafkolonie Deutschland des Deutschen Bundestages. Es gibt einen Ort, für ein Interview steht sie nicht zu verfügen. Irgendein Bildfremder, der sagt dann, Glocken wir treffen gefallen, den Leiter nicht. Dieser Kurse. Der Dr. Hubert Koch ist ein gut vernetzter Quatsch, Mann in der Berliner Szene. Ja, so sieht das aus von hier in der deutschen Strafkolonie. Da kommt irgend so ein Parasit und erzählt da ein, mir gefällt das einsetzt. Nicht. Schon fängt der Ärger an. Wenn du Nachbarn hast, mein lieber Freund, die ja, Politiker, der Nachbar macht ehrlich? Also Tür an Tür, wirklich. Tür an Tür wie Alice. Ja, Tür an Tür wie Alice. Sitzen hier, ich muss ja mittlerweile so machen, weil die Knapsen können ja auch geklaut werden. Du glaubst gar nicht, dass hier in der Strafkolonie Deutschland alles abgeht.
Also Bali und 14.000 Kilometer Unterschied und wir sind dennoch auf Sendung. Ja. Du bist auf Sendung, ich bin auf Sendung. Waren schon viele Politiker und macht dir viel Spaß. Dass ich das jetzt aufgegriffen habe, ist, weil du mir da sozusagen ein Floh ins Gehirn gesetzt hast. Denn du hast mich wach gemacht. Also du sitzt zwar da in diesem komischen Knast, aber wenn du ehrlich bist, bist du kein Knastologe. In Alcatraz hättest du diesen Spaß auch nicht, mein lieber Freund. Das ist halt so. Davon profitieren können. Also diese Freiheit, die du genießt, die du kannst es dir erlauben. Ein pikanter Seitenwechsel. Professor Battes ist seit Jahrzehnten mit allen Untiefen des Parlamentarismus vertraut. Aber von dieser Art Nebentätigkeit hört er zum ersten Mal. Möchtest du in die Strafkolonie? Das überrascht mich sehr. Ob die das besser ist, weiß ich nicht. Hier wechselt jemand direkt die Front. Ich mache diesen Videoclip für alle Zuschauer über Patrick Naumann, der da im Knast Bali sitzt. Hotel K, eins der berühmtesten Sachen dort vor Ort. Ich meine, Bali hat halt eine wirtschaftliche andere Struktur wie jetzt diese Strafkolonie. Lobbyismus ist nichts Deutschland, die EU-Strafkolonie angeschlossen ist. Also so schnell kommt man hier nicht raus. Ich meine, ist natürlich Satire, ist klar. Das Bundestagspräsidium aber ihr müsst alles mal mit einem komplett anderen Blick man kann es wahrscheinlich sehen. Nicht verbieten. Wenn ihr, sagen wir mal, in einem Knast sitzt, damals im 18. Jahrhundert, Karl Maiserich jetzt mal, weiß nicht, der war bei Dr. Kopps Seminaren geht es auch um die Frage, wie Lobbyisten möglichst frühzeitig Gesetzesentwürfe von geschaffen Winnie und prägen Winnie in einem unter Lobbyprofis und so weiter. Die schwierigste Karl May. Aber auch das entscheidende Tor zum Erfolg. Denn je früher Sie eingreifen können, desto stärker können Sie beeinflussen. So, Erich von Däniken saß auch im Knast und hat dann auch Praxisbeispiele zu liefern. Ich glaube, ein Satz war, wenn man Ihnen sehr frühzeitig Adolf muss erwähnt werden, Gesetzesvorlagen liefert, früher als andere, und hat es ja auf eine Art ja auch Teil Ihrer Arbeit erreicht, dann sind Sie angekommen. Er hat also Stimmung verbreitet, auch auf diesem Planeten, und das war rechtlich gut, um dann mal auf den Feinstaub und zu gehen. Zweimal, wie viele 2000 Jahre recherchieren, Feinstaub. Dann kommst du auf den Nenner, wenn ein Dieselfahrzeug 504 in Bremen Feinstaub misst. Ein Drittel der Lobbyisten bekommt also Referentenentwürfe von Gesetzen in einem frühen Stadium zugespielt. Ja, das kannst du alles nur in der Strafkolonie Deutschland, weil sonst geht das gar nicht. Entscheidenden Informationsvorsprung. Wir müssen unser Leben mittlerweile mit sehr viel Humor zu beeinflussen. Ich sagte gerade, 1966 war ich 10 Jahre alt. Referenten geben das gerne auf ganz frühen Stadium diese Gesetzestexte weiter, um ein Feedback zu bekommen, um schon die Schwachstellen und Potenzial zu sehen. Das ist eine Erkenntnis, die man in Berlin gewinnen kann. Der Knochen. Mehr Erkältung, das geht ganz einfach. Wie ein 20-Jähriger, der das Ganze, oder ein 16-Jähriger, der die ganze Welt noch vor sich hat, wie lange weiß keiner. Also Stars und Sterne, die man Lobbyismus am effizientesten einwirken, auf welcher Ebene? Kein Bundestag, Parlament oder Regierung oder politische Korrektheit. Es ist immer ein Austausch zwischen dem Ministerium und der Regierungsfraktion. Also muss man zum Beispiel IHK. Die IHK klaut einem Selbstständigen richtig Kohle für nichts, für gar nichts. Ja. Die IHK hat ein Jugendlicher gestern angerufen, weil er verarscht wurde. Ist das erlaubt? Da die IHK gesagt, ja, du bist ja leider jetzt gekündigt. Ja, ich bin kein Jurist, der hat gesagt, ja, wenn ich nicht, ja, dann hätten wir du gesagt. Wir hätten die nicht wirklich. Wir haben eine Praxis, die auch zeigt, wie intensiv Interessenvertreter inzwischen im Gesetzgebungsprozess eingebunden werden. Also haben wir die IHK. Hat das eine neue Qualität im Politikbetrieb? Dann unterhalten sich doch direkt mit der Frage im Bundeskanzleramt bei Kanzleramtsminister Peter Altmaier. Auszubildende in der Strafkolonie Deutschland, mein lieber Freund. Wenn du 20 meinst, Jahre zurückblicken, hat sich da was verschwunden. Du dich, von dem Gewicht, zum Beispiel in der Ärzte. Interessenverbände cleverer sind, professioneller, entschiedener. Weil wenn du gesund bist, ist der Arbeitsplatz. Sie die 20 Jahre passieren ich hatte einen Arzt gehabt, die Interessenverbände haben sicherlich in dieser 15 Zeit Tabletten. Viel gelernt. 15 Tabletten. Sind in Teilen du glaubst gar nicht, die schlecht sind. Aber die Politik ist auch professioneller geworden. Die Verbände kämpfen darum, keine dass 15 ihre Argumente mir gehört werden. Gut, sonst könnte ich gar nicht reden, sonst könnte ich gar nicht wie so ein Videoclip machen. Um das mal klarzustellen, ein Arzt will gar nicht, dass du gesund wirst. Weil wenn du gesund bist, ist der Arbeitsplatz. So sieht's aus. Aber das Parlament das ist derjenige Ort, wo die Gesetze beschlossen werden. Und deshalb versuchen natürlich die entsprechenden Interessen an beiden Stellen vorzunehmen. Ja, und so weiter. Ich meine, wir haben doch viele Parlamentarier fragen sich inzwischen, ob sie bei der Gesetzgebung nicht immer öfter zu Statisten deklariert werden. Aber es ist eine tolle Geschichte da im Kreis.
einer von ihnen ist der Abgeordnete Marco Bülow. 14.000 Kilometer in einem Kreis zu laufen, der Politiker von den Lobbyisten. Es ist wichtig, mit Lobbyisten zu reden, fast 800 aber man muss die Verhältnisse wahren. Und es gibt eben die Einflusslosen, die Einflusslosen ohne Geld, und mit denen redet man auch sehr wenig. Und es gibt Menschen, schauen dir zu, Menschen antworten, mit denen redet man sehr viel. Aber die Expertise von allen ist wichtig. Noch mehr. Okay, du musst frei sein, aber denk dran, wenn du frei bist, Lobbyisten im Prinzip dann bist du auch diktieren, was wir machen. An Gesetzen wird ja schreien. Ne? Oder zumindest die Gesetze so verändern, dass Strafkolonie hier nach Deutschland kommt, mein lieber Freund, dann bist du dich sicherlich zurückziehen nach K, der keinen großen Lobbyverband und Zelle 7. Ja, ja. Und der ist genauso sauer vielleicht, auf die Lobbyisten wie alle, die einige andere 15 lange Jahre jetzt, weil sie im Prinzip sehen, dass ihre Meinung untergeht. Also schon ausgegliedert worden ist. 5000 Lobbyisten gibt es in Berlin. Ein Großteil hat unbegrenzten Zutritt zum Bundestag. Dabei ist das Parlament jedoch nicht ihr einziges Aktionsfeld. Mehrere Landesvertretungen rollen ihm sogar den roten Teppich aus. Beispiel Landesvertretung Sachsen. Regelmäßig vor Bundesrat und Ausschusssitzungen werden handverlesene Interessenvertreter aus der Wirtschaft über aktuelle Gesetzesentwürfe informiert. Wertvolle Details aus erster Hand in vertrauter Runde. Hier zahlst du auch. Wenn du nicht zahlen kannst, nicht raus. Dieses Jahr von Informationsaustausch. Du bist gescheucht, gejagt. Findet meines Wissens in der Bundeshauptstadt bisher nur bei uns statt. Diese Veranstaltung ist nicht mehr das, was Problem, war, diese Menschlichkeit, die Analogie und einspeisen. Ja? Und wir haben analogisch hätte ich zu dir fliegen müssen, analogisch hätten wir uns dann in deiner Umgebung unterhalten. Die Journalie, die da war, die da über dich berichtet, hast du ja schon zweimal reingeklopft. Unter der Regie der Lobbyisten wurde hier der Widerstand der Wirtschaft wirksam gegen die Mindestlohnbestimmungen eingespeist. Es geht darum, das ist eine tolle Show. Das Thema ist eine erste Fernsehsendung, die du da jetzt vielleicht auf den Weg bringen kannst. Meiner einer wird Deutschland TV bestimmt nicht machen. Ja, das geht nicht. Also hier in der deutschen Strafkolonie wird sowas sofort torpediert. Glaub es mir. Es geht ruckzuck. Irgendein Troll behauptet da was und schwuppdiwupp geht nichts mehr. So sieht es aus hier in Deutschland. Wenn ich ein Knastologe und Gitterkunde verbreite, Landesvertretung Nordrhein-Westfalen trifft sich die Ministerin regelmäßig mit Interessenvertretern, etwa von BASF, Bayer, RWE und vielen anderen. Ich jetzt, die Ergebnisse der Verhandlungen und Absprachen werden protokolliert, was ihnen einen Status der Verbindlichkeit gibt. Die enge Tuchfuhr von Lobbyisten, die zuständige NRW-Ministerin sehe darin nichts Anstößiges, heißt es auf unsere Anfrage. Allerdings solche Unterrichtungen leben zu dem Siegel der Vertraulichkeit abgeschottet von der Öffentlichkeit statt. Schutzgelderpressung. GEZ ist Schutzgelderpressung. Die GEMA ist die Landesvertretung von Baden-Württemberg legt solche Treffen sogar als Marke. Preview Bundesrat. Irgendwann werden wir angekettet. Auch sie erhalten die letzten Wasserstandsmeldungen zu ganz stehenden Abstimmungen im Bundesrat. 24 Stunden Karl Schanz da. Und auch Hamburg bietet den Lobbyisten einen exklusiven Zugang. Mein lieber Freund, alle, die da sitzen, will so, ich sitze jetzt hier und spreche mit dir, Patrick Naumann in Kart, TV, Hotel, Zelle 7 etc. in Bali. Das ist hier unmittelbar. Gar nichts. Ich schelte. Ich schelte Trolltorn mit diesen Beinen. Das ist das. Das ist mein Honorar. Das ist mein Honorar. Wenn ich Glück habe, guckt einer. Einer. Bei dir gucken 59, 500, 600 oder 100. Ja, bei mir guckt einer und macht sofort zu. Ich halte das für eine undemokratische Rechtsstaat. Es ist aber die Wahrheit. Deutschland ist eine Kolonie. Eine deutsche Knast. Sommerfest der SPD-Zeitung Vorwärts. Du bist Freigänger. Feste dieser Art gehören in der Bundeshauptstadt zu eingespielten Ritualen. Manchmal könnte man sagen, Deutschland ist die offene. Konkurrieren gleich mehrere solcher Kontaktbörsen. Manche unter Pillen und manche extra Pillen und manche haben gar keine Pillen und erschrecken sich, dass sie wie ein Zombie durch die Gegend laufen. Was man aneinander hat. Ach, herrlich. Ich meine, es hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht, dich kennengelernt. An diesem Abend treffen wir auch einen alten Bekannten, den Lobbyisten Georg Adamowitsch. Kontakte, die sich hier ganz selbstverständlich ergeben, sind sehr nützlich bei Terminabsprachen und anderen Anliegen. Wenn es Star Wars-Sendung ist, wenn es 52 Sendungen für Star Wars ist, macht Spaß. Die Wahrheit ist, die Wahrheit zu sehen, zu hören. Ich hatte ja vorhin angekündigt, wie ich das Video ausgemacht habe, einen gewissen Minister, einen gewissen
Außenminister kriegt da mal wieder einige Zahlen. Mein Beruf ist an sich Videojournalismus. Ich arbeite an sich mit der Kamera, ich brauche nicht schreiben, ich mache lebendige Bilder. Aber nochmal nachrechnen, 1966 war ich 10 Jahre alt. Lobbyisten wie Adamowitsch wissen aber auch, dass sich Politiker gerne mit Lobbyisten einlassen. Und in der Regel bin ich ab, bevor du sie brauchst. Ich bin total in der Deutschkolonie, Strafkolonie Deutschland, da kriegst du kein Geld mehr. Geh mal zur Bank. Ja? Die Bank sagt dir, wenn du keinen Bock hast, dann kündige doch. Tschüss, dann hast du gar nichts mehr. Ja? Da bist du wirklich auf Sponsoring angeschwemmt. Du kriegst Sponsoren, die schicken dir Geld. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber naja, ich weiß ja nicht. Aber ist ja, Geld die genau, einzige bei der Live-Sendung Josef Janning hat 10 Jahre lang als Geschäftsführer ich mit dir, der Bertelsmann-Stiftung gearbeitet. Der von Karl er kennt das politische Geschäft. Du weißt schon, ne? Das ist wichtig. Erich von Däniken, Hitler und die anderen Herrschaften, die im Knast mit dem persönlich empfundenen ja. Verlust an du machst Leute. Jetzt halt TV. Eine solche herausgehobene Lobbyposition. Wo man auf lass großen, den Stefan Raab mach eigene Sachen, Vorstandsvorsitzenden sagen, was eigentlich geht, wie in der Strafkolonie in Deutschland ist die so ein Steckchen nie machen. Das heißt, man hat die Drogewichtigkeit, die in der Politik eine Rolle spielt, die wird dann verlängert gutes Geld mit YouTube verdient. Ich habe gutes Geld mit YouTube verdient, aber mittlerweile musst du ja gewisse Nachweise haben, sind ihre Kontakte. Ein alter Mann, so wie können will sie keiner besten, sehen und keiner will die Wahrheit. Am besten verdienen, nein, so. Die sind living in the box. Ja? Spielt das Geld in eine Rolle? Box. Natürlich hier spielt das Geld hat eine Rolle. Hier hat die BRD Finanz GmbH. Wissen Politiker schärfer trennen sonst sich im öffentlichen Auftrag des Amtes Geschichte. Und privaten Ambitionen. Deutsche der Bundestagspräsident wird deutlich. So hast du kein Geld, mein lieber Freund, dann bist du ärmer dran. Wie im Hotel K in Bali vertreten ja, so, ich weiß. Du hast angefangen mit dieser Restauration, du hast angefangen mit einer Matratze, du hast angefangen mit 50 Euro, du kriegst 200 Euro vom deutschen Staat, du kriegst mittlerweile Sponsoring, du hast mittlerweile Freunde, du hast Feedback, du hast Leute drumherum. So, wenn wir dich da rausholen aus deinem Hotel, wenn wir dich da rausholen aus Zelle 7 und kommst in die Strafkolonie Deutschland, dann drücke ich dir sowas fett vom Daumen. Hier im Verband der deutschen Energiebranche arbeitet eine enge Vertrauensbasis. Deine 500 Euro im Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft haben sich mehr als 1800 Unternehmen zusammengeschlossen, um ihre Interessen durchzusetzen. Irmgard Müller steuert den Verband. Die Hauptgeschäftsführerin war bis 2008 Ministerin im Kanzleramt unter Angela Merkel. Meiner einer ist immer älter. Das ist die Bundesregierung gesagt, eigentlich nicht hinzunehmen. Für alle Zuschauer, die das hier schon gesehen haben, ich weiß nicht, wo ich diesen Video ihr Verband profitiert vom Chaos kann, aber es ist die deutsche Strafkolonie. Selbst der zuständige Minister Gabriel spricht von Karneval, bei den vielen paradoxen Vorgaben in der Energiepolitik. Und alle Gäste, die hier eingebracht werden, wenn die Politik nicht weiß, was sie will, aus allen Herrgottes Ländern, sie finden ja, mehr Gehör. Die werden auch abgezockt. Das ist halt so. Hier Deutscher zu werden, zahlen die 198 Euro Deutschkurs, 198 Euro Formulare, dass die Deutschen nachher sind. Jede Zeit hat ihre Phasen für mich, zumindest in meinem Leben. Gesagt, und mir macht das hier großen Spaß, eine tolle Aufgabe. Die deutsche Strafkolonie ist das größte Abzockerland als Gesetzgeber setzen Sie mehr geworden. Politische wir sind Platz 65 der Technik. Prozesse jetzt ja, und so mit, 1,95 wollte genau das, was du jetzt machst. Ich hoffe, das war als BDW danach um 2002 rum. Seven Load, offiziell Kivego, versteht sich der Spitzenverband als Dienstleister. In der Zentrale werden Einspeisevergütungen analysiert. Okay, Patrick Naumann, das sind natürlich zwei Seiten, wie im Hotel K. Wir hier in der Strafkolonie Deutschland ist natürlich Satire, ist klar. Man kann das sehen, wie man möchte, aber in der heutigen Zeit, auch wenn hier so alles erlebt, wir haben hier Leute, die zahlen mal eben 98.000 Euro ein, um die Rechnung zu bezahlen. Ob gut oder nicht, müssen am Ende meine Mitgliedsunternehmen man hat mal eben so 11.000 Euro Steuern zu zahlen. Man hat mal eben die Mann nicht vor 3.000 Euro durchsetzen. Also die ganzen Schutzgelderpressen des deutschen Staates geben für selbstständige Kleinunternehmer, die auch nur einer waren, die sich gerade nicht nach Bali
Opposition und Teil Ex-Minister Niebel heute beim Leistungsausfall wir leben jetzt hier in der digitalen negativen Welt, wo die voll detailliert in Gleichfunktion sein Deutsche echte Künstler. Die Energielobby hat es geschafft, dass die Ex-Gesundheitsminister Bahr arbeitet nun beim Allianz-Versicherungskonzern. Wenn die Wahrheit sagen, dass es da ist, werden die, dann haben die als Lobbyist zu deinem geschoben worden. Die ganzen Smalltalk-Geschichten. Wir haben jetzt hier einen Grünen, der 2018 in so vielen Shows war, der hat pro Sendung 500 Euro eingenommen. Hat so viel erzählt und hat nichts gesagt. War ein Grüner. Egal, einige Deutsche wissen, dass das in der schönen, digitalen Zeit, wie unser Vater, Vater Google, gibt man ein und Vater Google, die Kosten sagen, besonders in der Welt ist die digital, muss man aufpassen, weil es ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Digital, da kenne ich ja. Master 66, den Datenhighway, zur Hilfenahme von Maschinen als Kiosk betreiben zu wollen, 1979 als wenig 2000 die Welt geboren und jetzt im Jahre 2019, kann ich nur noch sagen, fröhliche 50 Wochen. Kannst du ja ausrechnen, wann dieser Videoclip gemacht wurde. Er ist der Mann der deutschen Wirtschaftsindustrie in Berlin. Vollmundige Versprechungen. Trotzdem sind die Rüstungsexporte bislang auch in seiner Amtszeit insgesamt konstant geblieben. Schlüssel, ja, Mo!
nicht in den Eingang. Heute Odo. Ach ja, Hotel K, Patrick Naumann, KTV, hier Deutschland, Strafkolonie. Ja, wirklich, wir sind eine Strafkolonie. Wir sind Freigänger. Wir sehen das humoristisch. Ich empfehle jedem, bitte keine Gelder. Bitte keine Ansicht haben. Bitte nicht links, bitte nicht rechts, bitte nicht Mitte. Wir sind Freunde. Geht bitte hin zum Kanzleramt und schellt dort an. Wir sind die, die das Kreuzpreis gemacht haben. Wir sind die Bürger. Wir haben Chef des Espen-Instituts in Berlin. Jetzt unterhalten wir uns mal. So, ich würde es in der Demokratie gehen, wenn ihr überhaupt rauskommt aus dem Staatsverblödungs-TV. Muss auch mit ja, ihr seid so ihr kommt, ich schaue das nicht. Ich gehöre ja leider dazu, ich muss auch Sendung machen. Vielleicht aber kann das nicht mehr machen. Drauf kann ich mal die Wahrheit umsetzen. Die Wahrheit sagen. So, die Wahrheit, die heutige Wahrheit. Die Wahrheit, die ich erkenne. Das ist ja die Lügenzeit. Ja, ist halt so. Weil die echte, waschechte Wahrheit, die so splitterfasernackt, die schämt sich schon. Die Wahrheit, wir in Deutschland, das schämt sich schon. Dann ist von der Lüge ausgeführt. Und die Lüge hat die Wahrheit sich leider angezogen. Herr Lesch, der Wahnsinnswissenschaftler aus dem gleichnamigen Big Bang Theorie, diese Theoretiker da, die zeigen, wie Wissenschaft in Wirklichkeit läuft. Wir brauchen Gelder für die Wissenschaft, die so herkommen. Nichts im Grunde, nichts gemacht. Die Techniker, die was bauen, die was herstellen, die etwas nach oben fahren, wie die Chinesen zum Beispiel, die dann da auf dem Boden landen, auf der Black. Ja, zum Beispiel. Das schaffen wir alles gerne. Der Deutsche wird manchmal gewinnen. Ja, dieser, ich keine Ahnung, wie das alles in die Raumfahrt links da. Deutschland ist eine Schwarmkolonie, da kommt hier jeder rein. Ja, es wird dann abgezockt, die Behörden. Ich habe heute so viel Spisschen gehabt, sehr viele Selbstständige waren heute da, die da ihr Leitung lagen. Man zahlt ein, man wird ausgenommen, man läuft, man sendet, keine Unterstützung. Und eine solche Sache. Das kann aber nicht sein. Das kann nicht sein. Wir werden sich der sogenannte Staatsrechtsschutz, den gibt es wirklich. Der Staat ist an sich verpflichtet, seine Bürger zu schützen. Aber nicht durch die Organe, sondern schon am Tisch. Ihr seid nicht verpflichtet, eine Versicherung einzugehen. Ihr seid nicht verpflichtet, euch zu verpflichten, eine Versicherung einzugehen. Also ich sage Ihnen wirklich, am deutschen Staat verpflichtet worden, als Bürger verpflichtet sich der Staat, euch zu schützen. Aber wenn ihr weiter so macht, Lobby, Kontrolle. Das ist gut gesetzt. Also hier im Regierungsviertel auf engstem Raum, gar nicht. Wenn jetzt zum Ausland der hat also noch 3 Jahre als Dienst gemacht, wie die Mokkitschi zum Beispiel. Etwa 2000 nicht jeder Deutsche ist der Sohn. So was Buntes versucht Lobbykontrolle dagegen zu halten. Er ist eine Nation, der gehört zwar dazu, der hat eine Tradition, der Arminius, der nicht die Römer ausgebildet hat, dann den Römern mal gezeigt, wo sie lang ging und Germania war dann immer klar, dass so offen war, auf die Verwaltungsrechtsexperten. Ihr hört zum Beispiel wieder nur zu, wieder nur, er sagt, die Wahl ist jetzt zu erklären. Das ist per hier das hier auch unzulässig. Und die Räder zu beraten, das muss so gehen. Ja, die Gänse, 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 der Trojaner, mit der schnöden Antwort, der deutsche Trojaner, der geknackt worden ist, was wir hier mit den Freunden, die Anwälte nicht zu waschen, das ich hier, in der
gehört an die Interesse, aus dem Verkehrsspielraum zu beschneiden. Sie würden das erste ist halt so. Solange redet man selbst nicht mehr eine neue Regulierung ein Thema. Im Jahre 2019 Gesetzesinitiative zur Alkoholisation und werde trotzdem von den Kosten wieder mal eine Initiative aus dem Mittelstand gegen die Stadt. Aber etliche Abgeordnete waren sich nicht weiter als Abnicker missbraucht. Ich habe diese Diskussion, wenn sie geführt wurde, ein Risiko. Es kommt auch hier auch keine Kredite mehr. Weil dann Menschen nach jeder, der über 60 ist draußen in dieser Strafkolonie, der kann sich dann irgendwo eine Ecke suchen, da sich hinsetzen und dann gucken, was er da macht, wie er es macht, warum er es macht. Das kann man nicht mehr. Die Inder versuchen jetzt eher so ein bisschen Ruhe reinzubringen. In deiner Idee, der Firma Twister in Nacken, du hast also mehr Initiative zu stimmen. Er setzt auf eine Selbstverpflichtung der Parlamentarier. Alkoholkontakte sollen öffentlich gemacht werden. Ich möchte sagen, du bist in einem Knast. Weil wir nicht weiterkommen auf der Regierungsebene, weil wir keine vernünftigen Gesetze haben, ist ja. Und voll ist es nicht. Man möchte frei sein. Auch eine Art festlegen, freier. Das ist für uns festlegen. Bislang werden nur 50 Abgeordnete von SPD, Linkspartei und Grünen diesen Kodex bezeichnet. Wir werden hier regelrecht verblödet. Wir sitzen alle. Es sitzen alle die Frösche. Warmen Teil. Ein Tag, der einen verdammten Tag. Nur keiner merkt, wie heiß das Treffen das Wasser wird. Wir werden gekocht, werden. Da schützt es auch keine gelbe, rote oder eine andere bunte Fahrgäste. Wenn ihr das verstehen wollt, macht weiter so. Die Industrievertreter und nicht gerade mutiger des ersten Verhandlungsergebnisses sind Lobbyisten. Da haben die Argumente der Industrie erfolgreich platziert, denn das Parlament ist der allgemeinen Reaktion von Russland.